Wir begrüßen Sie zur virtuellen Gesellenstücksausstellung der Tischler von der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim. Mikale Weldeab hat einen Schreibtisch in Eiche hergestellt. Um einen anderen Werkstoff mit einzubauen, hat er sich für zwei Metallstützen aus Edelstahl entschieden, um die Ablage mit abzustützen. Für die Tür und das Schubkastenvorderstück hat er sich für eine Rahmeneckverbindung auf Gehrung mit Füllung entschieden. Der Schubkasten mit klassischer Führung wurde handgezinkt. Die Rahmentür wurde mit einem Schloss versehen und mit einem Aufschraubband innenliegend angeschlagen. Das Möbelstück wurde mit einem Klarlack matt lackiert. Alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg wünscht dir dein Lehrerteam Holztechnik.